Altgold zum Höchstpreis verkaufen. So geht's. Sie haben vielleicht nicht einen Goldbarren, sondern eine Kette, Schmuck, Ringe oder ähnliches, die Sie nicht mehr benötigen, sprich Altgold. Sie möchten dieses zu Geld machen, haben aber Sorgen, über den Tisch gezogen zu werden. In diesem Video mache ich Sie fit, dass Sie Ihr Altgold zu Höchstpreisen sicher und seriös verkaufen können. Leider gibt es einige unseriöse Goldankäufer, die teils mit betrügerischen Tricks Sie mit einem viel zu geringen Auszahlungsbetrag abspeisen. Aber keine Sorge, in diesem Video erhalten Sie von mir 7 wertvolle Tipps, wie Sie Ihr Altgold zu Höchstpreisen verkaufen können, wie Sie vor den üblichen Tricks gewappnet sind, wie Sie die Preise von verschiedenen Goldankäufern miteinander vergleichen können und so letztendlich Ihr Altgold zum Höchstpreis verkaufen können. Versprochen. Darüber hinaus erzähle ich Ihnen auch, was passiert denn eigentlich mit Ihrem Altgold, nachdem Sie es mitverkauft haben. All das werden Sie jetzt erfahren. Kommen wir direkt zum ersten Tipp. Der erste Tipp lautet, wissen, was Ihr Altgold wert ist. Niemand zwingt Sie, Ihr Altgold dem erstbesten Goldankäufer zu verkaufen. Leider wird oftmals auch der Druck aufgebaut aller, der Preis ist so hoch, den kann ich Ihnen nur jetzt bezahlen. Sie müssen sich jetzt sofort entscheiden. Das Beste, was Sie in diesem Fall machen sollten, ist, sich höflich mit Ihrem Altgold zu verabschieden. Es wird ganz sicher bessere Angebote geben. Ebenso, dass man Ihnen keinen Preis nennen könnte, wenn Sie sich nicht für den Verkauf entscheiden bzw. vorbeikommen, ist Humbug. Jeder seriöse Goldankäufer sollte Ihnen auch am Telefon sagen können, was x Gramm 585er Gold aktuell einbringt. Ja, dazu müssen Sie wissen, welche Goldlegierung Sie vorliegen haben und wie viel Ihr Altgold wiegt. Aber keine Sorge, das bringe ich Ihnen gleich bei. Es ist nämlich ganz einfach und das kann wirklich jeder. Sie brauchen dazu lediglich eine digitale Haushaltswaage, Küchenwaage oder ähnliches, die es auch für 10, 15 Euro bei Online-Versandhändlern gibt. Sie sollten also zunächst einmal selbst im Klaren werden, was Sie da an Altgold vor sich liegen haben und wie viel dies ungefähr wert ist. Leider machen das die wenigsten Altgoldbesitzer und machen es so unseriösen Goldankäufern leicht, sie übers Ohr zu hauen. Es gehören also immer zwei dazu. Der eine, der es machen möchte und der andere, der es mit sich machen lässt. Also, was sollten Sie tun? Das kommt darauf an, was Sie besitzen. Wenn es Schmuck wie eine Kette, ein Ohrring oder ein Ring ist, finden Sie in der Regel dort eine Punze. Eine Punze ist ein Prägestempel, der Ihnen genau die Legierung verrät. Sie sehen dies jetzt beispielhaft eingeblendet. In diesem Beispiel hat der Ring ein Feingoldgehalt von 750, sprich 750 Tausendstel 75%. Bei einem Ring finden Sie diese Informationen in der Regel in der Innenseite des Rings. Man braucht dazu ein gutes Auge oder noch besser, wenn Ihre Augen nicht mehr so perfekt sind, eine Lupe, um die Zahl lesen zu können. 750, wie in diesem Fall, bedeutet, dass das Gold, dass der Ring zu 75% aus Gold besteht. Wenn dieser also 10 Gramm wiegen sollte, wäre der Feingoldanteil 7,5 Gramm. Wenn Sie eine Kette haben, finden Sie in der Regel diese Informationen am Verschluss, wie Sie das jetzt hier angezeigt bekommen. Die Angaben sind genau dieselbe. In diesem Beispiel steht da 3 × 9. Das heißt, dass diese Kette aus 3 9er Gold 99,9% aus Gold besteht. Wenn es Barren oder Münzen sind, finden Sie diese Angabe in der Regel aufgeprägt. Bei diesem Goldbarren steht hier zum Beispiel, dass es ein 100 Gramm Goldbarren ist, der ein Feingoldgehalt von 99,99 hat, also 99,99%. Also dieser 100 Gramm Goldbarren ist eigentlich mehr oder weniger aus purem Gold. Wenn es Barren oder Münzen sind, finden Sie in der Regel die Angaben aufgeprägt. Bei der Münze sehen Sie jetzt hier zum Beispiel, dass es sich um einen Krügerrand handelt und dass das Gewicht eine Feinunze beträgt. Ein OZ steht da, das ist ein Feinunze, es sind 31,1 Gramm. Aber für Barren und Münzen gibt es oftmals mehr als nur den Schmelzpreis. Dazu gleich mehr. Ebenso, wenn Sie Silberbesteck oder ähnliches oder Ihre Schmuckstücke, die noch eingesetzte Steine haben, gibt es 2, 3 Punkte zu beachten, die ich Ihnen später erläutere. Achtung, jetzt aufpassen. Wenn Sie Barren haben und diese noch in einer Blisterverpackung sind, dieser ist jetzt lose, dann sollten Sie auf keinen Fall diese Blisterverpackung öffnen und den Barren rausholen. Denn das wirkt sich wertmindernd aus. Warum? Werden Sie mit Tipp Nummer 6 erfahren. Bleiben Sie also dran. So, nun wissen Sie die Legierung von jedem Schmuckstück. Wenn es mehrere Schmuckstücke sind, wiederholen Sie einfach diese Schritte und sortieren Sie diese nach Legierung. Also wenn Sie eine Kette haben, die 585er Gold mit hat, dann eine weitere Kette, die 750er Gold mit hat, legen Sie diese auf 2 unterschiedliche Stapel. Wenn Sie dann noch einen Ring haben, der auch 585er Gold hat, legen Sie den auf den Stapel zur Kette mit dem 585er Gold. Sortieren Sie also nach der Legierung und dann machen Sie den nächsten Schritt. Das wird dann nämlich wenigstens einfacher gehen. Im nächsten Schritt müssen Sie nämlich herausfinden, wie viel Ihr Altgold wiegt, das Sie je Legierung sortiert haben. Dazu benötigen Sie eine digitale Küchenwaage. Sollte sie nicht digital sein, haben Sie zumindest näherungsweise, aber je genauer Sie wissen, wie viel Gramm es ist, umso besser. Legen Sie einfach dann alles 585er Gold, das Sie sortiert haben, auf die Küchenwaage und lesen Sie das Gewicht ab und notieren Sie sich beides.
Sie haben keine Küchenwaage? Das ist überhaupt kein Problem. Ich blende Ihnen jetzt hier mal eine beispielhafte ein und unterhalb des Videos finden Sie den Link, wo Sie diese Küchenwaage bestellen können. Solche Küchenwagen gibt es ab ungefähr schon 15 Euro. Also ein Investment, das sich durchaus lohnt, dass Sie, wenn Sie Ihr Gold später zum Höchstpreis verkaufen, definitiv wieder rausholen können. Jetzt wollen Sie und ich ganz bestimmt wissen, was Ihr Altgold wert ist. Aus Erfahrung weiß ich, oftmals ist man erstaunt, dass es noch so viel wert ist. Wir hatten gerade neulich in unserem Ladengeschäft in Mainz in der Rheinstraße 103 den Fall, dass ein Kunde mit Altgold kam, das er bereits einem anderen Händler angeboten hatte. An dieser Stelle mache ich mal eine kurze Vorstellung für unsere beiden Ladengeschäfte in Mainz und Wiesbaden. In Mainz finden Sie uns in der Rheinstraße 103 gegenüber der Theodor-Heuss-Brücke. Sie können direkt vor unserem Ladengeschäft parken, denn dort finden sich Parkplätze. Wiesbaden ist unser Ladengeschäft in der Wilhelmstraße 4. Sie können dort im Rhein-Main-Kongresszentrum in der Tiefgarage parken und uns Ihr Parkticket vorlegen. Dann laden wir Sie zu einer Stunde Freiparkens mit ein. In unseren Ladengeschäften können Sie nicht nur Goldbarren und Goldmünzen kaufen, sondern auch Ihr Altgold verkaufen. Deshalb besuchen Sie die jetzt eingeblendete URL, um mehr zu erfahren. Und wir freuen uns, wenn Sie uns bald in unseren Ladengeschäften besuchen. Sie können auch online Ihr Altgold an uns verkaufen. Das erkläre ich Ihnen gleich auch noch. Kommen wir aber zurück zu dem eben geschilderten Kunden unser Ladengeschäft, der bereits von einem anderen Händler ein Angebot vorliegen hatte. Sein Angebot war um die 800 Euro. Das war schon deutlich mehr als der Kunde, der lediglich 200-300 Euro erwartet hatte. Aber glücklicherweise nahm der Kunde das gut klingende Angebot nicht an. Warum? Wir konnten ihm mehr als das Doppelte, wirklich das Doppelte in diesem Fall bezahlen. Warum? Der Käufer, der Goldankäufer, hat gespürt, dass der Verkäufer überhaupt keine Wertvorstellung hatte. Also sprich, dass er da durchaus leichtes Spiel mit hatte. Er hätte ihm für nur ein Apfel und Ei das Gold abgeluchst. Wir können auch nicht zaubern. Wir kochen auch nur mit Wasser. Aber wir, als einer der größten Edelmetallhändler in Deutschland, sind immer aufrichtig und bieten marktgerechte Spitzenpreise. Das werden Sie auch gleich genauer sehen. Tipp 2 ist es, Preise bzw. Anbieter richtig zu vergleichen. Gehen Sie dazu auf goldsilbershop.de, auf die jetzt eingeblendete URL, um herauszufinden, was Ihr Altgold wert ist. Sie finden dort eine Tabelle bzw. einen Rechner, der Ihnen direkt sagt, was der aktuelle Grammpreis Ihrer Legierung ist und letztendlich in Summe, was Ihr Altmetall wert ist. Ich mache das jetzt auch mal parallel mit dem Handy. Sie können das nämlich nicht nur am Computer machen, sondern auch am Handy. Und bin schon mal zu der besagten Tabelle heruntergegangen. Da sehen Sie, dass wir aktuell zum Beispiel für 416er Gold 21,60 Euro pro Gramm bezahlt bekommen. Wir hatten jetzt hier einfach mal angenommen 20 Gramm 750er Gold. Sie sehen, dass das 676 Euro bringen würde. Dann hatten wir jetzt noch einfach mal, sagen wir mal, 10 Gramm 900er Gold, bringt nochmal 505 Euro. Sprich, in Summe wären das 1.181 Euro, die Sie aktuell von uns erhalten würden, wenn Sie jetzt Ihr Gold verkaufen wollen. Wenn Sie das Angebot annehmen wollen, klicken Sie einfach auf den grünen Button und dann geht es weiter. Den hier dargestellten Preis bekommen Sie übrigens, wenn Sie uns entweder online Ihr Altgold verkaufen. Wie das geht, erkläre ich nochmal genauer. Oder wenn Sie uns in unseren Ladengeschäften in Mainz und Wiesbaden besuchen. Und wie viel ist Ihr Altgold wert? Probieren Sie es doch direkt einmal aus. Pausieren Sie das Video, gucken Sie nach, welche Legierungen Sie haben, wiegen Sie das Ganze und dann schreiben Sie mir in die Kommentare, ob es mehr oder weniger war, als Sie erwartet haben. Nun wissen Sie, was Ihr Altgold wert ist. Nun können Sie die Preise von uns mit denen anderer Goldankäufer vergleichen. Aber auch dabei gibt es zwei, drei Sachen zu beachten. Achtung! Wenn Sie jetzt noch den Preis vergleichen wollen, dann sollten Sie es richtig tun. Wie? Ganz einfach. Gold wird 23 Stunden am Tag irgendwo auf der Welt gehandelt. Folglich ist der Preis, den Sie jetzt gerade ausgewiesen bekommen haben, eine Momentaufnahme. Es kann also sein, wenn Sie den jetzigen Preis mit dem eines Mitbewerbers heute Abend oder morgen vergleichen, dass dieser Ihnen mehr bietet, ohne dass er tatsächlich den besseren Preis zahlt. Hä? Was meine ich damit? Ist das kein fester Preis? Nein, das ist es eben nicht. Denn wenn nämlich der Goldpreis, der Goldkurs, der Börsenpreis für Gold zwischenzeitlich, sagen wir mal, um 3% steigt, dann steigt nämlich nicht nur sein Preis, sondern auch der bei uns. Es kann also sein, dass wenn Sie hier den Händler miteinander vergleichen, dass Sie ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, weil Sie von einer unterschiedlichen Preisbasis ausgehen. Was sollten Sie also tun? Laden Sie sich die kostenlose Solid-App herunter, die Sie unter der eingeblendeten URL erhalten. Diese gibt es sowohl für Android als auch für iPhones. Dort finden Sie stets den aktuellen Börsenpreis von Gold. Wenn Sie die Solid-App erfolgreich installiert und geöffnet haben, finden Sie dort die aktuellen Goldpreise. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol, bei dem Sie die Einstellung ändern können und stellen Sie auf Gramm um. Dann bekommen Sie den Grammpreis, den Börsengrammpreis für Feingold angezeigt.
Es ist zwar so, dass Sie jetzt wahrscheinlich kein Feingold vorliegen haben, sondern 750er Gold, aber die Vergleichbarkeit ist trotzdem gegeben. Wenn Sie jetzt eben zum Beispiel bei uns für 750er Gold, sagen wir mal, 40 Euro pro Gramm angeboten bekommen haben und Sie jetzt hier in der App als Grammpreis 50 Euro angezeigt bekommen haben, dann können Sie jetzt einfach 40 in Relation zu 50 Euro setzen. Das heißt, der Abschlag beträgt 20%. Notieren Sie sich diesen Abschlag, diesen brauchen Sie, wenn Sie jetzt die Preise von einem anderen Ankäufer miteinander vergleichen. Besuchen Sie nun die Goldankäufer, die Sie vergleichen möchten, entweder online oder letztendlich vor Ort. Oder rufen Sie diese einfach an und teilen Sie mit, dass Sie, sagen wir mal, 20 Gramm 750er Gold haben und verkaufen möchten. Notieren Sie sich das Gebot, das Sie von diesem Händler bekommen haben und setzen Sie auch dieses in Relation zu dem Goldpreis. Zahlt er Ihnen zum Beispiel einen Abschlag von 25%, bietet er Ihnen weniger. Sind es hingegen nur 15%, ist sein Angebot besser als das unsere. Wenn Sie alle Goldankäufe abgeklappert haben, mit denen Sie die Preise vergleichen wollen, wissen Sie, welcher Ihnen den geringsten Abschlag auf den Goldpreis vergütet. Er wird Ihnen jetzt den besten Goldankaufspreis bieten. Was ist Ihr Risiko dabei? Wenn der Goldpreis, also der Goldkurs, der Börsenkurs in der Zwischenzeit fällt, kann es sein, dass Sie auch bei den besten Goldankäufer, denen Sie ausfindig gemacht haben, einen Geldbetrag ausbezahlt bekommen, der jetzt etwas geringer ist als den besten Euro-Geldbetrag, den Sie in der Zwischenzeit angeboten bekommen haben. Umgedreht besteht darin aber auch eine Chance. Sollte der Goldpreis in der Zwischenzeit steigen, dann werden Sie bei dem besten Anbieter auch jetzt einen deutlich höheren Gold-Euro-Auszahlungsbetrag bekommen als der ursprünglich genannte. Wichtig ist dabei, bei uns bei goldsilbershop.de ist der Preis, den Sie online sehen, wenn Sie einfach auf den grünen Knopf klicken und dann den Ankaufsvorgang abschließen, ist dieser Preis Ihnen garantiert, wenn die Menge und die Legierung stimmt, so wie diese angegeben haben. Bei vielen anderen Online-Anbietern ist der Preis, der jetzt dargestellt wird, eine Momentaufnahme. Sie kriegen den Preis ausgezahlt, wenn das Gold bei denen vorliegt, der Ihnen genannt wird. Der kann abweichend mit sein und dementsprechend ist das ein gewisses Risiko für Sie. Das werde ich Ihnen aber später noch einmal genauer vorstellen. Kommen wir zum dritten Tipp. Der dritte Tipp ist es, sich nicht die Legierung absprechen zu lassen. Leider kommt es auch vor, dass Ihnen ein Goldankäufer erzählt, das sei zum Beispiel gar kein 750er Gold, sondern nur 585er Gold. Oder sogar gar kein Gold oder sogar nur vergoldet und dementsprechend sei das, was Sie da vorliegen haben, gar nicht so viel wert, wie Sie ihm jetzt mitgeteilt sein haben. Ja, das kann sein. So bleiben Sie aber auch in einer solchen Situation sattelfest. Riechen Sie an Ihrem Goldstück. Gold riecht nicht. Riechen Sie einmal an der Kette oder an dem Ring. Riecht es metallisch? Ist es sehr wahrscheinlich nicht aus Gold oder hat einen geringen Goldanteil. Sprich, der Goldankäufer, der Ihnen das sagt, hat wahrscheinlich oder eventuell recht. Ein seriöser Goldankäufer kann Ihnen seine Behauptung aber auch belegen. Wie? Ganz einfach. Einfache Goldankäufer verwenden Prüfsäuren, um den Goldanteil zu ermitteln. Das ist günstig, aber ehrlich gesagt etwas oldschool und gegebenenfalls auch ungenau. Zudem wird Ihr Schmuckstück dadurch leicht beschädigt, da man zunächst das Gold abreiben muss, um anschließend es mit Säure zu behandeln. Also man reibt es einfach hier mit ab, dadurch habe ich einfach hier einen gewissen Abrieb und dann wird Säure da drauf gemacht. Und die Säure ist unterschiedlich stark verdünnt und dadurch kann man dann halt einfach wissen, je stärker die Säure ist, je höher ist der Goldanteil und was es für eine Goldlegierung ist, sich handelt. Aber große Goldankäufer, so wie wir es sind, die wir es auch in unserem Ladengeschäft machen und das Geschäft solide und ernsthaft betreiben, haben dafür ein Gerät, ein Röntgenfluoreszenzgerät. Das kostet allerdings um die 20.000 Euro, deshalb haben das die kleinen Goldankäufer nicht, weil das eine Investition ist, die man halt erst einmal verdienen muss. Wollen Sie sehen, wie ein solches Gerät aussieht, wie dies funktioniert? Das zeigen wir Ihnen auch gleich noch. Wir machen dazu einen Szenenwechsel und gleich sehen Sie nicht mehr mich, sondern den Filialleiter unseres Ladengeschäftes in Wiesbaden, Luigi Kraka, der Ihnen anhand eines Krügerrands einfach mal beispielhaft vorführt, wie ein solches Röntgenfluoreszenzgerät funktioniert und wie simpel und einfach wir innerhalb von Sekunden Ihnen ganz genau sagen können, zu wie viel Prozent der Prüfgegenstand aus Gold besteht. Dasselbe Gerät haben wir übrigens nicht nur in der Wilhelmstraße 4 in Wiesbaden, sondern auch in unseren Ladengeschäften der Rheinstraße 103, sowie auch, wenn Sie uns online Ihre Ware verkaufen, Ihr Altgold verkaufen, auch in unserem Tresorraum bei der Warenannahme. Egal wie und wo Sie uns Ihr Altgold verkaufen, mit diesem Gerät wird dieses immer hinsichtlich Echtheit und der genauen Legierung geprüft. Nun aber zu Luigi. Ich befinde mich jetzt in der Wiesbadener Filiale von goldsilbershop.de und zwar direkt neben unserem Goldscope. Das Goldscope ist ein Röntgenfluoreszenzspektrometer. Das hört sich erstmal total verrückt an und bedeutet aber eigentlich nur, dass wir Schmuck ziemlich genau analysieren können. Vor allem können wir auch die weitere Zusammensetzung von Gold und anderen Metallen prüfen und das Ganze zerstörungsfrei und ziemlich effizient. Es ist allerdings so, dass dieses Gerät nur die Oberfläche prüfen kann. Das wäre ziemlich hinderlich, wenn es darum geht, eine Bullionmünze
wie einen Krügerrand oder eine Maple Leaf prüfen zu wollen. Ich mache Ihnen das Ganze einmal vor. Das war schon. Sieht ziemlich einfach aus. Wir schauen uns auch gemeinsam das Ergebnis an, das ziemlich trügerig sein kann. Laut Ergebnis ist es so, dass wir eine Reinheit von 91,8% haben und das liegt ziemlich nah am Original. Was bringt uns also der Goldscope, wenn das Gerät nicht in der Lage ist, einen gefälschten Krügerrand von einem echten zu unterscheiden? Die Antwort liegt darin, dass wir dieses Gerät hauptsächlich für die Prüfung von Altgold nutzen. Bei Altgold ist es so, dass wir den Schmuck auch noch bearbeiten können. Wir können ihn aufschneiden, wir können etwas abfeilen und dadurch haben wir die Möglichkeit, dann ziemlich genau zu prüfen, was uns vorliegt, und es gibt in meiner Meinung nach keine bessere Methode, um das durchzuführen. Die Prüfung mit dem Röntgenanalysegerät ist also die Basis für eine sehr genaue Abrechnung. Falls Sie sich also gefragt haben, wie es uns möglich ist, Ihnen immer solch gute Ankaufspreise anzubieten, egal ob es bei uns in den beiden Filialen ist, in Mainz oder Wiesbaden oder aber online, dann haben Sie hier heute einen der Gründe erfahren. Wenn Sie also zu Hause noch Altgold haben, vielleicht etwas aus der Erbschaft oder Schmuck, den Sie einfach nicht mehr tragen wollen, dann empfehle ich Ihnen, besuchen Sie uns gerne in einer unserer Filialen und lassen Sie sich einfach ein kostenloses Angebot erstellen. Ich bin davon überzeugt, dass Sie wirklich nicht damit rechnen, wie viel der Schmuck noch wert sein kann. Wow, so schnell wissen wir also, um was es sich da genau handelt, was Sie uns verkaufen wollen. Je nachdem, wie dick der Gegenstand ist, kann es notwendig sein, dass wir, Ihr Einverständnis vorausgesetzt natürlich, den Prüfling zerschneiden. Da die Röntgenstrahlen nicht tief genug ins Material eindringen können und wir uns so versichern, dass es homogen ist, also sprich, dass das nicht nur vergoldet ist, sondern dass auch innen drinne genau dieselbe Menge an Gold vorhanden ist. Üblicherweise machen wir das, wenn der Kunde sagt, dass er uns das, was er uns vorgelegt hat, verkaufen will. Also sprich, sie kommen zu uns, geben uns die Kette, wir prüfen einmal die Kette so mit den Röntgenfluoreszenzgeräten, sagen hier, das ist 5580er Gold sehr wahrscheinlich, dafür zahlen wir dir 300 Euro, 400 Euro, was auch immer. Sind Sie damit einverstanden, dann würden wir nämlich jetzt die Kette zerschneiden, um nochmal eine Detailprüfung zu machen. Und wenn sich dann das Ergebnis bestätigt, bekommen Sie den Betrag, den ich Ihnen jetzt genannt habe, ausbezahlt. Und sollte es Abweichung geben, dann müssten wir halt entsprechend der Abweichung miteinander eine Einigung erzielen. Der vierte Tipp oder die vierte Frage ist, was ist denn eigentlich, wenn Steine in Ihrem Schmuck verarbeitet sind? Da ist es so, sofern es nicht der dicke, wertvolle, lupenreine Einkaräter oder noch größer ist, werden Diamanten und andere Steine im Schmuck nicht vergütet und vom Goldankäufer in der Regel auch vor dem Einschmelzen nicht entfernt. Warum? Ganz einfach, da ist es so, dass die Wertvorstellung meistens eine andere ist, wie sie in der Realität ist. Es ist schlichtweg nicht wirtschaftlich lohnenswert, diese Steine aus dem Schmuck zu entfernen. Meistens sind es sowieso simple Modesteine, die keinen besonderen Wert mit haben. Und auch bei Diamanten, wenn die so klein mit sind, die kosten einfach nicht viel, wenn man diese einzeln einkauft. Darüber hinaus besteht immer das Risiko, dass beim Entfernen der Steine diese zerbrechen und beschädigt werden. Deshalb ist es auch so, dass wir Ihnen auch keine Garantie geben können, dass wir die Steine beschädigungsfrei aus dem Schmuckstück herausholen können. Deshalb, wenn Ihnen die Steine in Ihrem Schmuckstück bedeutsam sind oder für Sie einen Wert haben, finanziell oder emotional, dann sollten Sie diese vorher entfernen. Ja, wenn wenig los ist in unserem Ladengeschäft in Mainz und Wiesbaden, machen wir das auch gerne für Sie. Aber das können wir Ihnen nicht versprechen, weil das Entfernen der Steine durchaus etwas Zeitaufwendiges ist. Der fünfte Tipp ist relevant, wenn Sie Silberbesteck verkaufen wollen. Denn der fünfte Tipp lautet, dass Silbermesser meistens Sand im Griff erhalten. So ein Silbermesser liegt schwer in der Hand, aber das liegt nicht nur am Silber. In der Regel sind nämlich die Griffe nicht aus massivem Silber, sondern innen drin hohl und mit Sand befüllt. Ein Silbermesser auf die Waage zu legen, führt also zu großzügigen Messergebnissen. Nicht also wundern, wenn Sie für Ihr Tafelsilber weniger bekommen haben, als Sie zuvor gewogen haben. Was können Sie also tun? Trennen Sie von einem Messer einfach den Schaft mit der Klinge, schütten Sie den Sand aus und wiegen Sie es anschließend. Sie können dann von einem Messer auf das Set hochrechnen. Sie müssen also nicht für alle Messer die Griffe entfernen, sondern einfach ein Messer entfernen, wiegen und dann können Sie einfach das mal 10, 12 oder wie viel Silbermesser Sie vorliegen haben, auch hochrechnen, um die reine Gewichtsmenge zu erhalten. Der sechste Tipp ist es, dass Sie für Barren oder Münzen oftmals mehr als den Schmelzpreis bekommen. Egal, ob es eine solche 1 Kilo Silbermünze ist, einen solchen Goldbarren von Hereus beispielsweise, eine Maple Leaf Goldmünze oder ein Krügerrand. Haben Sie einen solchen Barren oder Münzen vorliegen, dann bekommen Sie mindestens den Preis für die angegebene Legierung vergütet, so wie es eben gezeigt hat. Sie finden diese aufgeprägt und können mit dem vorgestellten Rechner den Mindestpreis ermitteln. Aber jetzt gucken wir, ob Sie mehr bekommen.
ist der Barren oder die Münze in einem makellosen Zustand. Das heißt, es sind keine Kratzer aufgeführt, es sind keine Dellen und die Münze ist nicht angelaufen. Bei Barren ist es in der Regel so, dass diese zusätzlichen unbeschädigten Blister sind. Bekommen Sie meist mehr bezahlt als nur den Schmelzpreis. Wie viel genau? Auch das geht sehr einfach, indem Sie auf goldsilbershop.de gehen. Schauen Sie sich zunächst einmal die Münze an, die Sie vorliegen haben, wie Sie es jetzt eingeblendet sehen. In diesem Beispiel steht auf der Münze Krugerrand und Sie haben auch die Gewichtseinheit angegeben. Nachdem Sie abgelesen haben, um welche Münze es sich handelt, gehen Sie auf goldsilbershop.de und geben Sie entweder in die Suchmaske den Namen der Münze ein, zum Beispiel Krugerrand, oder öffnen Sie die Navigation Gold, wählen Sie dann die Gewichtseinheit aus und klicken Sie sich so vor, bis Sie zu dem gewünschten Ergebnis kommen. Gegebenenfalls finden Sie nun mehrere Ergebnisse. Achten Sie daher auf das aufgeprägte Gewicht, also in diesem Beispiel ein OZ für eine Feinunze und gegebenenfalls den Jahrgang. Bei manchen Artikeln vergüten wir für unterschiedliche Jahrgänge unterschiedlich viel, um die passende Münze zu finden. Da ist Ihre Münze. Gucken Sie mal, hier finden Sie auch den Ankaufspreis. Hätten Sie gedacht, dass Sie so viel für diese Münze bekommen? Das ist auch noch ein ganzes Eck mehr als der reine Schmelzpreis für diese Münze. Sie finden den Barren oder die Münze nicht? Dann kann es daran liegen, dass es vielleicht keine Münze ist, sondern eine Medaille. Eine Medaille ist nicht zwangsweise etwas, was Sie sich umhängen müssen, sondern wenn dort kein Nennwert aufgeprägt ist und kein Land, das diese Münze herausgegeben hat, dann ist es oftmals eine Medaille. Aber da können Sie es auch ganz einfach machen. Machen Sie einfach mit Ihrem Smartphone ein, zwei Bilder und schicken Sie uns diese per E-Mail. Dann werden wir Ihnen sagen, was das ist und werden Ihnen genauer mitteilen, ob wir diesen Goldbarren zu einem bestimmten Herstellerpreis kaufen oder ob wir diesen als diversen ankaufen. Oder auch bei Medaillen, ob wir ihn mehr vergüten können als nur den Schmelzpreis. Der siebte Tipp ist es, erst einmal ein Hinweis, dass ein anonymer Verkauf nicht möglich ist, aber dass ein Verkauf auch ohne Herkunftsnachweis möglich ist. Wenn Sie uns Ihr Gold verkaufen wollen, müssen wir Sie als Verkäufer erfassen. Aber es ist nicht gleichzusetzen mit zu melden. Wir erfassen einfach nur Ihre Ausweisdaten und dass Sie uns Ihr Gold verkauft haben und legen das Papier ab und das war es einmal. Ganz wichtig ist deshalb, wenn Sie uns Ihr Gold vor Ort verkaufen wollen, dass Sie Ihren Ausweis mitnehmen. Ohne das geht es nicht. Die gute Nachricht ist aber, es ist ein Irrglaube, dass eine ursprüngliche Kaufrechnung für den Verkauf benötigt wird. Die ist ja auch oftmals gar nicht mehr vorhanden. Woher sollten Sie noch eine Kaufrechnung für eine geschenkte Kette haben oder eine Kette oder einen Ring, den Sie vor 10, 15 Jahren verkauft haben oder auch bei einem Goldbarren oder Münzen? Sie können uns, goldsilbershop.de, Ihre Barren und Münzen und Altgold auch ohne Herkunftsnachweis/Kaufrechnung verkaufen. Das waren die 7 wertvollen Tipps, mit denen ich mir sicher bin, dass Sie Ihr Altgold zu Höchstpreisen sicher und seriös verkaufen können. Was passiert eigentlich mit dem Altgold nach dem Verkauf an uns? Barren und Münzen im guten Zustand werden von uns weiterverkauft. Wenn der Zustand naja ist, verkaufen wir diese als zweite Wahlartikel. Wenn der Zustand aber ganz schlecht ist oder wenn es sich tatsächlich um Altgold, alte Ketten und Ähnliches handelt, dann gehen diese zu Schmelze. Sprich, das Gold wird eingeschmolzen und wird danach zu neuen Barren und Münzen oder auch Schmuck weiterverarbeitet. Wir arbeiten mit C. Hafner und Heimer und Meule zusammen. C. Hafner ist die zweitälteste deutsche Scheideanstalt, 1850 gegründet, und Heimer und Meule wurde sogar noch ein paar Jahre davor als älteste deutsche Scheideanstalt gegründet. Ihr Altgold legt also keine weiten Strecken zurück, bis daraus etwas Neues wird. Gold ist sehr nachhaltig, denn Gold wird nicht weggeworfen, so wie Sie es von anderen Dingen kennen, die nach Gebrauch, wenn sie kaputt sind oder ähnliches auf dem Müllhalden der Welt dahin vegetieren. Sondern Gold wird immer wieder eingeschmolzen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Zum Beispiel ein wundervoller Goldbarren. Die Besonderheit bei C. Hafner ist, dass sie einen CO2-neutralen Schmelzprozess haben. Also auch unter dem Aspekt ist Altgold weiter zu verkaufen sehr nachhaltig. Sich von alten Schätzen zu trennen, die Sie nicht mehr tragen, bringt Ihnen also nicht nur Geld, sondern sorgt auch für ein hundertprozentiges Recycling. Wenn es für Sie wichtig ist, sogar klimaneutral. Darüber hinaus ist es doch durchaus eine schöne Vorstellung, wenn Sie etwas, was Sie nicht mehr brauchen oder mit dem Sie vielleicht auch gar keine schöne Erinnerung haben, wenn Sie das zur Schmelze geben, dass dort etwas Neues, Schönes entsteht. Nachdem Sie jetzt erfahren haben, was mit dem Altgold passiert, nachdem Sie es uns verkauft haben, möchte ich Sie jetzt davon begeistern, uns Ihr Altgold zu verkaufen. Deshalb möchte ich etwas Eigenwerbung machen und Sie davon überzeugen, sofern auch nicht geschehen, dass Sie uns Ihr Altgold verkaufen. Wir bieten Ihnen nicht nur faire und höhere Ankaufspreise, sondern auch volle Transparenz. Wenn Sie online an uns verkaufen, gilt der Preis, zu dem Sie den Ankauf aufgegeben haben, nicht der, bei dem das Gold bei uns ankommt und wir uns irgendwann mal dazu entschieden haben, Ihnen etwas zu vergüten. Immer wieder natürlich unter der Voraussetzung, dass Ihre Angaben stimmen. Falls niedriger, dann reduzieren wir anteilig, aber umgedreht auch. Wenn es mehr ist, dann gibt es natürlich auch mehr, wenn dies unsere Analyse ergibt. Übrigens, sobald die Sendung bei uns eingeht, wird sowohl das Auspacken als auch die Analyse unter Videoaufzeichnung vollzogen. Die Ergebnisse sind also immer nachvollziehbar bei Differenzen. Wir können diese Ihnen auch, wenn Sie dies wünschen, belegen.
Wie das geht? Ganz einfach. Gehen Sie auf goldsilbershop.de und dort auf Ankauf. Sie werden dann durch den Prozess geleitet. Sie können auch die jetzt eingeblendete URL benutzen. Beim Online-Ankauf holen wir Ihr Altgold ab bzw. lassen es von Ihnen zu 100% gegen Verlust versichert an uns senden. Sie möchten nicht online verkaufen? Dann besuchen Sie uns doch in Mainz oder in Wiesbaden. Wie bereits erwähnt, in Mainz in der Rheinstraße 103 und in Wiesbaden in der Wilhelmstraße 4. Mehr dazu finden Sie unter der jetzt eingeblendeten URL. Mainz und in Wiesbaden ist Ihnen zu weit weg. Sie möchten auch nicht online Ihr Altgold verkaufen? Dann gehen Sie auf goldsilbershop.de und dort auf die Rubrik Tafelgeschäft. Sie finden dort unsere bundesweit 120 Partner und viele von denen verkaufen nicht nur Gold, sondern kaufen auch Gold letztendlich für uns oder mit uns gemeinsam an. Der Preis ist gegebenenfalls etwas niedriger als bei uns direkt, aber Sie haben halt die Möglichkeit, dies vor Ort bei einem Partner zu machen. Den nächstgelegenen Partner können Sie unter der jetzt eingeblendeten URL suchen. Wir sind übrigens mehrfach ausgezeichnet. Vom Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels sind wir als zertifizierter Goldankäufer ausgezeichnet. Von Focus Money sind wir bereits seit vielen Jahren als bester Goldankäufer ausgezeichnet. Also verkaufen Sie uns bitte Ihr Altgold. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Übrigens, ich würde mich genauso darüber freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren, damit wir uns bald wiedersehen. Außerdem, wenn Sie diesem Video einen Daumen nach oben geben, wenn Sie Ihre Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches unter die Kommentare schreiben und wenn Sie übrigens Gold nicht verkaufen wollen, sondern kaufen wollen, dann lade ich Sie ein, dass Sie sich mein Buch Gold und Silber für Einsteiger unter gold-buch.com von mir schenken lassen. Sie erfahren dort alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie in Edelmetalle investieren wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.